So, wenn wir das Rezept abgegeben haben, zeige das Rezept den aufgetauten König. Zora mit der Lieferung des Glotzfrosches beauftragt zu werden. Schaffe den Glotzfrosch innerhalb der Zeit in das Labor am Hyliasee, um dort die Augentropfen herstellen zu lassen. Oha. Okay. Yaogi, ich habe letzte Woche deine Nachricht im Modchat vermisst. Ich dachte, du führst das fort. Dann kann sich Carsten wieder nerven. Gerade volles Lachfleisch wieder. Was ist denn das für ein Symbol links oben in der Ecke? Das grüne Tor ist mir gerade aufgefallen. Ja, das weiß ich auch nicht, was das ist. Das habe ich seit Beginn an. Ob das jetzt irgendwas hier mit diesem Emulator so zu tun hat? Bringt diese Zutaten zum Labor am See. Dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Werdet ihr es schaffen, bevor sie verderben? Aber natürlich. Und das Schlimme ist, ich darf mich nicht wappen. 3 Minuten. Jetzt ist der Umstand so... Scheiße, ich kann. Oh. Okay, das wird heftig. Ein Glotzfrosch, ja. Pass auf, das wird jetzt... Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon machen können. Weil... Hier könnte ich ja ganz schnell zum Hyliasee. Aber hier ist ja alles eingefroren. Oh oh. Oh, Scheißendreck. Aua! Boah, diese Mistviecher. Nee, das schaffen wir nicht in der Zeit. Obwohl, doch, wir haben Epona hier vorne geparkt, ne? Mann, ist gut jetzt. Dann könnten wir es eventuell noch schaffen. Eventuell. Epona... Oh, Epona steht hier noch. Sehr gut. Ja, Epona, jetzt müssen wir Gas geben. Drück vielleicht mal Pause, dann könnte sich das wieder zurücksetzen. Ja, ich will ja nicht zurücksetzen. Ich will das ja schaffen. Wäre halt einfacher gewesen, wenn es aufgetaut wäre. Aber dafür müssen wir erstmal den Dungeon machen. Nee, nee. Du wirst dann komplett zurückgesetzt. Oh, oh. Das war nicht gut von mir. Scheiße, 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 scheiße. Komm, Pferd. Okay, das war gut. Ja, ich weiß, der Hyliasee ist ausgetrocknet.
Oh, scheiße, 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 scheiße. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Hier. Oh. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hylia-See mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakariko Sexendan, gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Oh, wow! Ich habe keinen Glotzfrosch mehr gesehen, seit Zoras Reich vom Eis überzogen wurde. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Großartig, richte König Zora meinen Dank aus. Bitte? Was willst du? Du willst, dass ich Augentropfen für Biggeron herstelle? Oh, wie außerordentlich schade. Das hättest du gleich sagen sollen. Haha, ich hab grad nicht Hexendan verstanden. Bitte sehr. Diese Medizin ist nicht lange haltbar. Eile so schnell wie möglich zu den Goronen. Du bist ja noch jung und hast flinke Beine. Vier Minuten, ja, Sigi! Wie Steffi, du Ferkelchen. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Diesmal bin ich unschuldig. Egal, du bist immer schuld. Danke. Oh. Das heißt jetzt ganz schnell nach Kakariko. Von Kakariko. Oh, 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 oh. Und dann noch den ganzen Berg hoch und wir dürfen uns nicht wappen. Wenn ich jetzt die Melodie Bolero des Feuers spiele, ist vorbei. Come on. Oh Gott, das schaffe ich doch nie im Leben. Noch 2,5 Minuten und komplett hoch. Ach du Scheiße, und dieses Cthulhas auf dem Weg müssen wir ja auch noch kaputt machen. Ich mach mir schon mal den hier. Zwei Minuten. Ich kann leider gerade nicht auf das eingehen, was ihr schreibt, weil ich muss mich hier konzentrieren. Zwei Minuten ist nichts mehr. Obwohl wir zwar schon weit sind, aber... Und dann diese aggressiven Steine, die hier runterrollen. Wenn die uns erwischen. Anderthalb Minuten. Ich habe gerade voll die schwitzigen Hände, ey.
Ohne Scheiß. Oh Gott, eine Minute nur noch. Komm, hoch, 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 hoch. Nein! Hoch, 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 hoch. Du bringst die Augentropfen. Du bist meine Rettung. Ich werde sie gleich ausprobieren. Wow! Unglaublich, grandios. Ich kann wieder sehen. Endlich kann ich wieder schmieden. Hier, nimm dies und schau in ein paar Tagen wieder vorbei. Noch einige Tage. Gut, Ding will Weile haben. Gedulde dich noch. Biggerons Schwert. Du hast ein Zertifikat erhalten. Hoffentlich ist das Schwert bald wieder repariert. Cool. Oh. Ich will ja nicht sagen, dass das gerade... Ah. Oh. So, egal, du bist immer schuld. Und zwar schuld mit Haarhämmer. Meinst du nicht mit Tee? Nee, nee, das grenzt schon an Speedruns-Hämmer. Oh ja, kein Ding, mitten im Run. Wir unterhalten uns selbst, kein Problem, perfekt. Wie war dein Tag denn so, Rangi? Super, first try und Chi-Chi. Danke, das heißt, bald haben wir unseren Biggeron-Schwert. Juhu! So, ich wollte das gerade schon zumachen, aber können wir ja nicht, weil der Wassertempel ruft. So, das heißt, wir ziehen uns diese schöne formblaue Rüstung an. Und dann gucken wir, das war Nummer A. Runter, links, rechts, glaube ich. A, runter, rechts, rechts, links, so rum. A, runter, rechts, rechts, links. Sag mal, Steffi, kann dieser scheiß Architekt in Good Game Empire nicht mal kommen? Der war jetzt etwa 2 Wochen nicht mehr da. Keine Ahnung. Ich brauche den Architekten nicht mehr. Da ich Legendenlevel bin. Ich brauche nur noch den, ich brauche nur noch den... Ach, der für Forschung, den Forscher. Den brauche ich. Da hast du Glück, Hömer.
Ja. Kann man so und so sehen, ne? Ja, yay, und noch jemand mit Hummer angesteckt. Mein Ziel ist somit erreicht. Ach, es ist halt anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Da kommen wir noch nicht hin. Kommen wir da gerade her? Was meinst du, Hömer? Ich meinte Woll. So, jetzt wieder die Eisenstiefelchen an. Oh, ho, ho, ho. Tong, 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 tong. Ah, den können wir doch rausholen. Okay. So, kommen wir jetzt hier zu meinem Lieblingstempel. Willkommen im vielleicht nicht unbedingt schwersten, aber doch zeitaufwendigsten Dungeon des Spiels. Seid darauf gefasst, ungefähr 100 Mal zwischen Leder- und Eisenstiefeln zu wechseln, bis du alle Bereiche erforscht hast. Bereite dich auch auf einige ungewöhnliche Kämpfe vor, denn unter Wasser kannst du nur mit dem Fanghaken kämpfen. Falls du dich einmal so richtig verlaufen solltest, versuche den Wasserstand auf seinen Ursprung wieder zu bringen. Okay, was wir also machen müssen, ist jetzt den Eisenstiefel wieder an. Einmal completo tutti nach unten. Oh, da ist ja noch so einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt ist die Frage, wir können da rein. Da können wir nicht rein. Hier können wir rein. Und da können wir rein. So. Okay.
Ja, Prinzessin Ruto wird wahrscheinlich hier drin sein, wo die Fackeln sind. Gehe ich mal von aus. Ja. Oh, wenn ich mich recht entsinne, Link. Du bist Link, oder? Ich bin es, Ruto, deine Braut, die Prinzessin der Zoras. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Klar, ein junger Mann mit einer Frauenstimme. Aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun, für die Frau, die du heiraten wirst. Link, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg, folge mir und beeile dich. Da ist ja unsere Freundin wieder. Das können wir erst später machen. Wenn der Wasserstand unten ist. Dein Lieblingsstar, Steffi. Ruto. Warte mal, ich will erstmal hier reingehen und gucken, was wir hier so haben. Scheißendreck. Ich mag diesen Dungeon hier überhaupt gar nicht. Ich glaube, das merkt man auch überhaupt nicht, dass dem so ist. Juhu, die Karte. Hey. So, und jetzt. Na, also es ist ja so ein Stand, um das Wasser zu verändern. Und das werden wir heute noch ganz oft machen. Nee, du magst den Dungeon nicht. Fällt gar nicht auf. Nee, guck. Na, ist doch professionell, wie ich das zeige. Schade, wir haben noch keine Feuerpfeile, aber wir können uns ja welche basteln quasi. Indem wir uns hier so hinstellen. So ein bisschen schräg. Nee, da muss noch ein bisschen schräger sein. Ja, da passt, oder? Nö. Auch hier wieder. Wer kann, der kann. Ja. Ganz klar. Ach, die sind fies. Thank you.
So. Ja. Pfeile sind mal voll. Den ersten Schluss. So. Ja, haut ab. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken. Weil das war ja hier dieser Dungeon, wo ich ja, hinterher alles neu machen musste. Da habe ich wenig Bock drauf. So. Prinzessin Ruto treffen. Folge ihr durch Ablegen der Eisenstiefel, senke den Wasserstand und besorge im nahegelegenen Raum die Karte des Labyrinths. Erforsche alle unteren Bereiche des Dungeons, bis du zwei Schlüssel besitzt. Kehre dann in den zentralen Turm zurück. Okay, erstmal alles erforschen. Und dann... Okay. Bis wir zwei Schlüssel haben. Geht das hier schon? Ja. Muss man noch ein Stückchen näher. Gibt es drei Arten von Stiefeln? Ja. Du hast ja die normalen Stiefel. Dann haben wir jetzt diese Eisenstiefel. Tja, wir sollen zwei Schlüssel besitzen, ne? Und dann gibt es hinterher im nächsten Dungeon die Schwebestiefel. Und der nächste Dungeon, also nach dem Wassertempel, ist auch mein Lieblingsdungeon. Tja, die Frage ist die und der Umstand der... Darf ich... Warte mal, ich speichere mal ab. Nee, okay. Und wieder die Eisenstiefelchen aus. So. Ja, danach kriegen wir so Schwebestiefel. Die sind voll geil. Dann müssen wir uns auf jeden Fall klein machen. Und wenn wir klein sind, dann machen wir noch andere Sachen dann.